So, Tag 2 mit den Lead Elements. Nummer 1, Fakt ist, ich hatte definitiv keinen Hunger und habe gestern Abend ein weniger gegessen, als ich sollte. Einfach, weil ich hatte das Gefühl, ich bin andauernd am Essen. Viel mehr als übrigens sonst. Ich dachte, das wäre mal ganz gut, zwischen den Mahlzeiten ein paar Stunden vergehen zu lassen. Hatte auch schon mal ein paar Snacks und Zwischenmahlzeiten und so. Aber jetzt hier mit alle 2 Stunden. Gestern, sage ich ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, schmeckt scheiße. Heute schmeckt gut. Gestern Abend hatte ich Bock auf was Salziges. Und da habe ich dann eine Tasse Bio-Gemüsebrühe ohne Hefeextrakt. Das war so semi-lecker, das lasse ich heute auch sein. Was allerdings auch geht, ist abends ein bisschen Rohkost. Also 17, 18 Uhr würde ich sagen spätestens, aber dann kann man dann Karotten, Kohlrabi, irgendwie sowas noch ein bisschen essen, wenn man möchte. Aber satt bin ich auf jeden Fall. Ja, ein gutes Körpergefühl, das ist ja das, wonach ich eigentlich suche, habe ich im Moment auch. Jetzt gehe ich gleich zum Sport und mache meine Trainingseinheit. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie ich mich fühle, wie viel Kraft ich habe. 2x20 Kilo Kettlebell, relativ schwer diese Dinger. Und da gucke ich jetzt mal, wie viel Power ich habe. Dann stehen heute auch noch 50, 60 Kniebeugen an. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit ich komme und wie weit die Leistungsfähigkeit reicht. Hatte ja auch in der letzten Woche eine Grippe. Das heißt, es ist auch quasi jetzt erst mein zweites oder mein erstes richtiges Training. Das Aktivierungstraining hatte ich schon. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Heute Nachmittag freue ich mich schon auf den Schoko-Überzogenen. Das ist dann quasi so mein Stückchen Kuchen. Kaffee trinke ich 2 Stück am Tag. Ansonsten eigentlich nur Wasser und Tee. Na, und ich habe keinen Hunger. Also das kann man tatsächlich sagen. Es ist nicht so, dass ich denke, boah, ich habe ein Loch im Bauch. Weil 1.500 Kalorien ungefähr aus diesen Dingern, ja, da kann man mit leben. Übrigens ist empfohlen, leichter Sport. Ich bin jetzt tatsächlich hier in dieser Wettkampfvorbereitung. Richtig leicht wird es nicht. Aber ich schau mal, ich habe ja noch ein paar Reserven, sagen wir es mal so. Und die Waage hat heute schon ohne Muskulaturverlust, aber 700 Gramm, 800 Gramm, glaube ich, weniger Körperfett angezeigt. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe Bock und ich glaube, ich kann das auch durchhalten. Also, bis dann. Tschüss. Tag Nummer 2. Ahoi aus Hamburg.